Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft Mists of Pandaria an diesem Samstag. Wir haben gestern an der Vendetta-Gruppe einige Quests erledigt, hier am Tor von Mulgor rum und in Camp Tauracho. Einige Leichen quasi ordentlich bestattet und ein paar der Plünderer dort getötet. Jetzt wurden wir hier nach Süden geschickt zur Ödnisfeste, hatten hier schon eine Quest angenommen beim lieben, wie hieß der? Kalda Grau. Und zwar sollen wir ihm ein paar abgetrennte Gliedmaße besorgen, weil er sich irgend so eine Monstrosität erschaffen will. Die kennt man ja von der Horde, diese zusammengeflickten Wesen. Und ja, nehmen wir mal die eine Quest hier noch an. Irgendwo muss es hier, denke ich, noch einen Briefkasten geben. Haben wir das hier eingeblendet? Briefkasten haben wir eingeblendet, okay. Da haben wir tatsächlich einen Briefkasten. Ich hatte nämlich ein bisschen Post bekommen. Was braucht ihr? Schauen wir uns gleich an. Silith-Probleme. Mokra. Die Siliti, das sind Käfer-Sindol oder so etwas ähnliches wie Käfer. Sie sind widernatürlich und wir haben eine Burg auf eine Art Ameisenhügel erbaut. Nehmt dieses brennende Pech. Es wird die Nervensägen entzünden und gleichzeitig ihre Erdhöhlen verstopfen. Seid vorsichtig, wenn ihr das Zeug hier ausgießt. Die Silitit werden in Schwärmen herauskommen. Haltet Ausschau nach Silitit-Buckeln außen um die Ödnisfeste herum. Sie sehen wie Sandhügel aus. Tötet alles, was daraus hervorkrabbelt. Alles klar, da haben wir noch ein paar Quests. Jetzt gehen wir aber erstmal hier zum Briefkasten. Da vorne ist er. Ich habe nämlich drei Sachen bekommen. Fangen wir mal von unten an. ADF, SAE, Adfsae hat mir 25 Gold geschickt mit 3 Punkten. Ich persönlich schreibe Punkte, wenn ich genervt bin. Ich weiß nicht, ob du genervt bist, aber danke auf jeden Fall für die 25 Gold. Sehr nett von dir. Dann haben wir von Ariox was bekommen. Hey, Sindol, super Let's Play. Mach weiter so. Hier ein kleines Geschenk. Einen Schild mit Ausdauer, Intelligenz, Meisterschaft und Willenskraft für Stufe 82. Großes Dankeschön dafür. Werden wir, denke ich, zu gegebener Zeit dann auch benutzen. Packe ich mal in unseren Rucksack. Genau. Nicht, dass ich den verkaufe. Den muss ich dann offscreen mal auf die Bank packen. Dankeschön dafür. Und dann haben wir noch von Froxis was. Hi, Sinan, da ich erst auf dem Server dank dir angefangen habe und noch kein Gold habe, schenke ich dir erstmal nur ein Haustier. PS, du machst sehr gute Videos. Mach weiter so. Danke dir, Froxis. Was haben wir hier? Einen Herold der Flamme. Oh, das ist ja mal interessant. Habe ich nämlich selber noch keinen. Danke dafür. Das können wir löschen. Das können wir schließen. Und das können wir lernen. Herold der Flamme. Und ich würde sagen, dass wir damit auch mal einfach eine Weile rumlaufen. Schauen wir mal. Herold der Flamme. Oh, das sieht doch mal interessant aus. Ziehen wir uns den kleinen Racker mal da so hin. Holen wir den mal raus. Wie sieht der aus? Schauen wir uns den mal irgendwie aus der Nähe an, wenn ich das hinbekomme. Kriegen wir das hin? Ja, jetzt sehen wir ihn von hinten. Kannst du dich vielleicht nochmal hindrehen? Ja, das ist doch mal ein nettes Tierchen. Was soll das denn darstellen? Sieht aus wie so eine Nager, oder? Das sind ja diese schlangenartigen Viecher. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Danke dafür. Cooles Teil. So, laufen wir mal weiter. Da gibt es ja noch einen Flugpunkt und eine Quest anzunehmen. So, mal gucken. Da ganz nach oben müssen wir, alles klar. Hier haben wir nichts mehr. Gemischtwaren. Hoppala. Da müssen wir lang. So, erstmal den Flugpunkt. Und eine weitere Quest. Flugangst. Was führt euch hierher? Die Allianz hat Söldner der Wildhammer angeheuert, um den Himmel oberhalb der Kriegsnarbe zu kontrollieren. Ich glaube, dieselben Greifenreiter waren an dem Feuerbombardement Taurachos während des Angriffs beteiligt. Ich will, dass unser Himmel gesäubert wird. Die Wildhammer-Zwerge fliegen tief genug, dass ein scharfäugiger Schamane wie ihr sie an den Haken bekommt. Nehmt dies, zielt auf ihre Greife und holt ihre Reiter herunter. Sobald sie sich auf dem Boden befinden, zeigt keine Gnade. Alles klar. Dann müssen wir mal gucken. Sonst haben wir hier nichts mehr zu tun. Alles klar. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir hier noch was abgeben müssen, aber dem ist wohl nicht so. Springen wir hier mal runter. Hier unten können wir noch ganz kurz reparieren. Was braucht? So, repariert, graue Items verkauft und 4 Quest-Items. Können wir direkt mal loslegen. Fliegen hier irgendwelche Leutchen rum? Nee, tun sie nicht. Dann begeben wir uns mal außerhalb der Feste. Gardul benachrichtigt. Hä? Warum wird mir das denn nicht angezeigt? Kriegsherr Gardul. Achso, ich denke, wir müssen noch kurz mit ihm reden, bevor die Quest beendet ist. Tatsächlich, ich bin hier auf Geheiß vom Kriegsfürst Blutheft. Er lässt euch wissen, dass er bald eintreffen wird. Kriegsfürst Blutheft? Garrosh Schoßhündchen? Wie ihr seht, ist seine Anwesenheit hier nicht erforderlich. Sagt ihm, dass ich die Lage absolut unter Kontrolle habe. Ich werde es den Flüchtlingen aus Taurachow ausrichten, denen, die überlebt haben.
Unsere Vorräte waren knapp. Ich habe nicht genug Männer, sagt Blutheft, das sagt es ihm selbst. Er ist gleich hier. Alles klar. Oh, das können wir abgeben. Überprüfung der Ötesfeste. Garul bricht der Schweiß aus. Hört mal, lasst uns das nicht hier vor all den Leuten besprechen. Alles klar, Wachablösung. Wenn Blutheft eintrifft, würde ich gerne unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit ihm sprechen. Könnte mich begleiten, um sicherzustellen, dass alles im Lot bleibt. Dieser Blutheft ist, er ist unberechenbar. Garul versucht, seine Fassung zurückzugewinnen. Treff dich oben auf dem nördlichen Turm und wir sprechen gemeinsam mit Blutheft. Ja, machen wir das mal. Wo ist das denn? Ist das da oben? Ich glaube, das ist da oben, ne? Oh, das ist ein Gegner. Oh, den werden wir wohl bekämpfen müssen. Okay. Blut und Donner. Auf der Spitze des nördlichen Turmes. Ist das der hier? Oder ist das der da hinten? Jetzt muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Nördlicher Turm. Das ist wahrscheinlich er hier, ne? Gehen wir da mal hoch. Da werden wir wahrscheinlich gegen ihn kämpfen. Können wir ja auch mal hier unsere Lava-Eruption benutzen. Vor allem, wenn er ein bisschen mehr Leben hat, lohnt sich das. Geht auf die Turmspitze, alles klar. Und da kommt er schon. Ui, 4,4000 Leben. Vielen Dank, Sindol. Ich kann mich doch darauf verlassen, dass ihr euch in dieser Angelegenheit meinem Befehl unterwerft. Ich glaube, wir halten zu ihm, ne? Also hier habt ihr euch versteckt, Gardul. Versteckt? Hört zu, Blutheft. Ich habe unsere Position im Brachland gestärkt. Ihr verschanzt euch hinter den Mauern wie ein Feigling, wäre Sindol nicht gewesen. Okay, lest euch das mal selber durch. Das ist ja der Wahnsinn, wie schnell das ist. Holy, holy. Oh, okay. Da können wir direkt loslegen. Warte, was? Achso, der gibt ohne Kampf auf. Okay. Okay. Das ist ja jetzt interessant. Oh, ich glaube, der wirft ihn vom Turm runter, ne? Ist das hoch? Das ist tatsächlich hoch. Oh. Wir kommen da nicht raus, alles klar. Garoshor, der duldet keinen Fehlschlag. Trefft euch unten mit mir, dann besprechen wir unseren anstehenden Gegenangriff. Alles klar, das war jetzt ziemlich easy. Ich dachte eigentlich, dass wir kämpfen werden, aber gut. Wachablösung. Ihr habt gerade einen kleinen Einblick in die Funktionsweise des Horden-Oberkommandos bekommen. Die Ödnisfeste steht jetzt unter dem Kommando von Kriegsfürst Blutheft. Möglicherweise hat er im Hof und noch mehr für euch zu tun. Ach so, nee, das war gar nicht seine Stimme. Alles klar. Ist auch egal. Lederhände, die uns Intelligenz geben und Willenskraft nehmen. Würde sogar sagen, dass wir die tatsächlich ausrüsten. Intelligenz ist aktuell einfach das Allerwichtigste für uns. Wird es natürlich auch später bleiben, da wird aber Willenskraft auch eine gute Rolle einnehmen. Allerdings ist das aktuell bei den Items, die wir sowieso alle paar Folgen austauschen, nicht wichtig, da extrem drauf zu achten. So, eine weitere Quest können wir annehmen. Er liegt tot hier, alles klar. Das ging flott, so hoch war das doch gar nicht. Oder? Na gut, ein paar Meter auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist er aufs Genick gefallen oder so, ne? So. Anspruch auf die Kriegsnarbe erheben. Wir haben die Allianz hier durch unseren Kampf zum Stillstand gebracht, obwohl das Land unter unseren Füßen auseinanderbricht. Im Osten findet ihr die Kriegsnarbe, eine weite Schneise stark geschwächten Landes. Sie ist kaum mehr als eine Linie im Sand, aber sie muss unsere Linie werden. Im Zentrum der Narbe befindet sich eine Flagge, die anzeigt, wer gerade über sie herrscht. Findet die Flagge. Wenn sie nicht bereits uns gehört, nehmt sie für die Horde ein. Das wird den Kampf zu unseren Gunsten beeinflussen. Untersucht die Narbe und tötet jeden, den ihr daran findet. Okay, eine PvP-Quest. Sehr interessant. Krieg der Geheimdienste. Ich bin davon überzeugt, dass die Allianz Spione benutzt, um das Feld auszuspähen und Informationen weiterzugeben. Sie wussten, dass sie den Schlag gegen Tauracho führen müssen, wenn die Jäger draußen auf den Feldern sind. Und sie begegneten jedem Manöver von Gardul, als ob er ein offenes Buch wäre. Nun, Sindol, ich lasse mich nicht ausmanövrieren. Nicht hier. Wir werden den Kampf um die Informationen gewinnen. Sogar jetzt höre ich Berichte, dass Agenten der Allianz in den Schatten herumschleichen. Insbesondere hier, direkt außerhalb dieser Mauern. Tötet sie und bringt mir etwas Nützliches mit. Alles klar, machen wir natürlich. Und dann kann es endlich auch mal mit den Quests hier losgehen. Das ist ja der Wahnsinn. Das hat jetzt lang genug gedauert.
Schauen wir mal, Grausanatomie, abgetrennte Gliedmaße. Okay, ich würde sagen, wir kämpfen hier mal ein bisschen. Und wir kommen natürlich nicht hin, das war ja klar. 1 Zentimeter zu kurz. Und dann machen wir die hier mal kaputt. Hä, verfehlt? Sollte eigentlich nicht passieren. Haben wir eine Otter bereits getötet, sehr gut. Ja, das hat natürlich nicht gezählt, wunderbar. Können wir hier irgendwas machen? Vorhut der Triumphfeste getötet. Die sind aber schon tot. Mal gucken, ob wir den wenigstens bekommen. Das Blöde ist, der greift uns nicht an. Okay, das hat wenigstens gezählt. 1 von 10. Okay. Warum entkommt er jetzt? Na gut, jetzt kommt er, alles klar. Dann können wir jetzt mit unseren Kettenblitzschlägen weitermachen. Was ist das hier? Kriegsnarbendominanz. Die Horde kontrolliert die Kriegsnarbe. Wir kämpfen mit leicht erhöhter Angriffskraft und Zaubermacht. Alles klar. Ich sollte mich vielleicht mal heilen. So, 3 von 10, sehr gut. Einmal heilen. Haben wir hier noch irgendwo Gegner? Nee, aber wir können uns so ein bisschen Richtung Norden begeben. Da gibt es scheinbar Gegner. Da haben wir zum Beispiel einen. Du kannst mal mitkommen. Und den kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr. Weil er doch sehr wenig Leben hat. Ja, leider. Und wir hauen mal Lava-Eruption raus, ohne dass wir da Flammenschock drauf haben. Ich meine, das macht ja so schon genug Schaden. Wenn Flammenschock drauf ist, machen wir halt 50% zusätzlichen Schaden. Aber ich glaube, Lava-Eruption können wir generell immer benutzen. Ja, den kriegen wir, glaube ich, nicht. Das ist ein bisschen doof, dass die alle sehr, sehr wenig Leben schon haben und das einfach von unserem Schaden her nicht ausreicht, dass quasi wir sie marken. Ist doof, ist doof. Da oben ist noch ein Hauptmann. Wie kommen wir denn da hoch? Da hinten können wir, glaube ich, hochlaufen. Machen wir das mal ganz flott. So, du kommst mal zu uns. Ach ja, ich wollte ja hier Lava-Eruption nutzen, ne? Muss ich mich erst dran gewöhnen? So, dann schauen wir mal da nach oben. Hier gibt es, glaube ich, deutlich mehr Gegner. Na gut, deutlich mehr ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen was. 500 Schaden, sehr schön. Ist auf jeden Fall ein interessanter Skill-Lauf. Definitiv. Wie viel Mana verbraucht das? 26 Mana. Hm, das ist halt schon eine Menge. Wobei Blitzschlag auch schon 24 verbraucht. Okay. Dann nehmen die sich eigentlich nicht viel. Ja gut, also wir machen damit definitiv instant 500 Schaden. Wobei unser Blitzschlag mit Crit 650 oder sowas macht. Haben wir ja gerade zweimal hintereinander gesehen. Also die nehmen sich im Prinzip nicht viel. Wir nutzen es halt einfach immer, wenn es ready ist. Wenn Flammenschock drauf wäre, würde dann Lava-Eruption entsprechend mehr Schaden machen als ein Blitzschlag-Crit. Aber gut. Ist im Prinzip, wie gesagt, gerade ziemlich wurscht. In den Instanzen können wir uns das ein bisschen näher anschauen. Drei brauchen wir noch. Würde ich sagen, nehmen wir den da hinten dann auch noch mit. Dann sollte das mit ihm hier auf jeden Fall ausreichen. So, ich denke, die anderen Quests werden wir dann in der morgigen Folge erledigen. So, den haben wir geplündert. Dann nehmen wir ihn noch und dann haben wir es. Würde eventuell sogar sagen, dass wir schon mal in die... wie hieß das denn? Ödnis? Ödnis-Dingens zurückgehen und die Quest schon mal abgeben. Ach ja, jetzt greift er uns an. Dann machen wir hier mal einen Kettenblitzschlag. Die zwei Schüsse lang. Ja, drei. Einmal Erdschock. Und dann haben wir den auch gleich kaputt. Wie gesagt, ich würde jetzt eventuell sogar in die...
Nee, lass mal das mal. Hoppala. Dass wir jetzt mal in die Ödnisfeste zurückkehren und die Quest schon mal abgeben. Oder ich zumindest schon mal hinreite. Wir haben hier zwar einiges zu tun, aber ich denke, wenn wir da hinten hochkommen. Ja. Ja. Da ich jetzt natürlich eine kleine Pause machen möchte, gerade wäre das für mich auch super, wenn ich quasi festen Boden unter den Füßen hätte. Wo ich so ein bisschen sicher sein kann. Dass ich danach im Einloggen irgendwie nicht von Gegnern angegriffen werde oder so. Oh. Wurde gerade von einem Allianz-Spion angegriffen. Geht mich aber gerade einen feuchten Kehricht an. So, die Quest können wir abgeben. Ausgezeichnet. Ihr seid die Art Schamane, die ich mag, Sindol. Mit eurer Hilfe werden wir diese Eindringlinge zurück ins Meer treiben. Alles klar, die Quest haben wir erledigt. Dann können wir, denke ich, hier die Folge auch beenden. Bedanke ich mich fürs Zugucken. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten dürft ihr mir natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Und über viele Kommentare freue ich mich natürlich auch. Und würde sagen, wir sehen uns morgen um 16 Uhr mit der halbstündigen Sonntagsfolge wieder. Bis dahin, ciao.